Eine Woche im 5-Sterne-Hotel mit John Brooke in Ägypten. Gucken wir mal. Was geht, Leute? Heute zeige ich euch das Hotel, worin wir uns befinden, hier in Ägypten. Also hier ist der Eingang. Das Hotel heißt Alf Leila Wa Leila. Hier ist der Weißt du, was Alf Leila Wa Leila heißt? Nee. 1001 Nacht auf Ägyptisch. So, Osan, wir waren jetzt schon ein paar Nächte hier. Wir wissen eigentlich schon, wie es da drin aussieht. Assalamu alaikum, Habibi. Hallo, Bruder. Kifa, Habibi. Hallo. Das ist die Security, die wartet immer vor der Tür. Ja. Und normalerweise hat man so ein Bändchen. Hast du ein Bändchen da? Ich hab's da. Ja, so sieht das aus, genau. Wenn du dieses Bändchen nicht hast, dann kommst du gar nicht hier rein. Nee. Wir laufen hier rein und direkt links von uns... Ein Fußballplatz, meine Damen und Herren. Ein Fußballplatz. Man kann da Fußball spielen. Direkt hinter dem Fußballplatz ist auch ein Tennisfeld. Da kann man Tennis spielen. In meiner Jugend haben mich alle Roger Federer genannt. Warum? Weil ich so gut Tennis spiele. Das stimmt nicht. Hier ist der Beweis. Alles gelogen. Ich denke, dass das Hotel so vor 15 Jahren mal so geil war. Weißt du, ich meine? Das hast du jetzt gesagt. Schuss war und jetzt ist es ein bisschen abgekommen, Alter. Das merkst du. Es ist ein bisschen älter geworden. Da hinten ist auch so Pool und sowas. Jürgen wurde hier Erster beim Dart vor 7 Jahren. Es wurde vor 7 Jahren Darts gespielt und Jürgen war der Erste. Auf dieser Seite des Hotels waren wir noch gar nicht, weil wie gesagt, das Hotel ist riesig und wir haben noch nicht alles erkundigt. Aber das machen wir jetzt. Wir erkundigen jetzt hier diese Seite des Hotels ab durch die Hecke. Dschungelpark. Was ist denn das? Dschungelpark. Wo bist du denn? Okay. Bruder, ich weiß wirklich nicht, wo ich in dieser Situation war. Hey, das ist der Eingang vom Dschungelpark hier. Guck mal, das sind verschiedene Kontinente. Ein goldener Gepard. Okay, an meine Zuschauer, sendet mir und Osan Schlagerbeats. Wenn uns dein Beat gefällt, dann machen wir darauf einen Song. 100%. Ja. Und Wallah, es ist ernst gemeint. Es ist wirklich ernst gemeint. Es ist kein Spaß. Wir haben vor, einen Schlagersong aufzunehmen, aber ihr müsst mir eure Beats senden. Let's go, Dschungelpark, leck mich. Also sag dir ehrlich, Bruder, von der Anlage her ist es gar nicht so schlecht hier. Also wir haben jetzt nachgefragt. Das war sehr gut, ja. Doch die Golfschläger. Wohl geht, Bruder, was heißt sehr gut? Man konnte nicht ins Meer rein und Pool war auch arschkalt. Ja, es sieht noch gut aus. Da hinten gibt's Minigolf. Da spielen wir eine Partie Minigolf. In meiner Kindheit hat man mich Tiger Woods genannt. Mich haben wir Pepper Woods genannt. Nee. Das ist Golf. Tiger Woods ist mein Nickname. Jetzt kriegen wir die Golfschläger. Jetzt zeig mal auch, dass du Tiger Woods bist. Ja. Bruder, wo war ich denn? Hä? Du liebst du sowas, Digga? Ja. Tischtennis-Golf und sowas. Aha. 2 Versuche, jetzt bist du dran. So, ich hab's in 2 Versuchen geschafft, mal sehen, mit wie vielen Versuchen Oggi es schafft, beziehungsweise Tiger Woods. Wichtig ist diese Haltung, Lars, okay? Beide Füße so, Arsch ein bisschen raus. Ja. Yeah. Und dann kurz wackeln, muss dein Feind anvisieren. Bereit? Ja. Yeah. Okay. Okay, Pepper Woods. Okay, Laso, du kannst. Einfach, Bruder. Ein Versuch. Du hast mein Auge getroffen. Ein Versuch mit Ansage, okay? Pass auf. Ich hab's dir gesagt, Laso. In diesem Hotel gibt's sogar eine Tischtennisplatte. Und ich habe soeben Osan zum Tischtennisspielen herausgefordert. Ach, diese die haben vor mir schon gespielt. Abo, weißt du, was das Ding ist? Weißt du, was die gemacht haben? Die meinten so auf den, ey, wir haben richtig Bock auf Tische und du hast keine Chance, verdammt. Und die haben schon vorher geübt, aber die haben trotzdem verloren an den Tag. Echt? Ja, aber am nächsten Tag habe ich verloren. Das war ein 1-0 für mich. 1-1. Wenn ich jetzt einen Punkt mache, habe ich gewonnen. Letzter Punkt entscheidend, also. Oh mein Gott, ein Vogel! Ey, hat den doch gekriegt. Was ist bei mir? Der hat aber Lase gebrochen, Bruder. Er hat einen Tag wirklich sehr gut gespielt, dieses fette Kind. Er hat ihn 4-mal hintereinander 3-0 gespielt. Niemals. 4-mal, er ist durchgedreht. Du, mein Freund, warst ein fairer Sportsmann. Dankeschön, ja. Es ist ein neuer Tag hier im Hotel und wir haben uns jetzt endlich dazu entschieden, in den Pool zu springen und den Pool zu bewerten. Die Jungs haben sich auch ready gemacht. Da bin ich doch. Hast du mal einen trompetenspielenden Weihnachtsmann gesehen? Nein. Komm mit. Ein trompetenspielenden Weihnachtsmann habe ich noch nie gesehen. Du bist ja potthässlich. Bäh. Also ich wünsche dir viel Spaß im Pool gleich. Danke. So sieht dieser Pool hier aus. Was zum Geier haben die hier angestellt? Hier ist der Lifeguard. He is saving our life. Do you know Kusheri? Where can I eat Kusheri? Ja, das ist auf jeden Fall der Pool. Den werden wir jetzt testen. Er hat jeden in Ägypten gefragt, wenn man Kusheri essen kann. Das ist so ein Gericht in Ägypten. So, Oggi ist schon mal drinne. Soll ich reingehen? Ja. Dann wieder.
Und wie war der? Wie viel von 10? 7 von 10, bra. 7 von 10. Kommst du auch in den Pool? Nee, Digga, das überlasse ich euch. Komm schon. Nein, das überlasse ich euch, Bro. Okay, wir sind jetzt auch offiziell im Pool. Da ist eine Wippe. Sollen wir die Wippe testen? Wow! Stabile Wippe ist auf jeden Fall eine 9 von 10. Okay, jetzt schauen wir, was es hier noch so gibt. Das erinnert mich ein bisschen an die Backrooms. Ich teste jetzt dieses Ding hier. Ist eine 9 von 10. Steifen, Bra, steifen. Lasu, willst du mal rutschen? Los, Lasu. Die Rutsche war eine 8 von 10. Kann man machen. Wir waren jetzt eine Runde schwimmen und jetzt haben wir Hunger bekommen. Jetzt haben wir diesen Chefkoch hier gesagt, der soll uns eine Pizza machen. Dann macht sie hier frisch auf jeden Fall. Lechpizza. Tono, Onion and this. Mais. No for me margarita. One margarita with cheese. Sean Brot bestellt sich gerade eine Pizza. Tono, Onion and Maiskolben. Wie Cello gesagt hat, Pizza Tono mit Tabasco und Oliven. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine. Was meinte Cello? Ich meinte Pizza Tono mit Tabasco und Oliven. DJ Sean Brot. Der mein Dings war, das ist ein Live von Cello, glaube ich. Schaut euch das an, das ist eine Pizzeria. Das ist eine richtige Pizza. Best Chef in the world. Flash Pizza. Weiß ich jetzt nicht. Doch, Pizza hat keine. Aber guck mal hier mein Gesicht an und guck mein Gesicht jetzt an. Er wollte mir sagen, dass ich in 9 Tagen nicht abgenommen habe, Bruder. Ich sehe keinen Unterschied, Digga. Sick den Gitten an! Eier lecken. Oh, sorry, Bro, sorry. Dann pflanzen wir uns hier einmal hin. Wir haben einen persönlichen Koch, weiß ich mal. Der macht nur für uns Pizza. Nur für mich und Chan und Osan. Wenn er einmal die Pizza falsch macht, da hagelt es. Ohrfeigen. Pizza hat kein Eierlecken. Wisst ihr, an was mich dieses Szenario hier erinnert? Da hinten ist der Pool. Erinnert mich an damals, als ich jünger war, wo mein Vater mich ins Schwimmbad gebracht hat und mir Fritten mit Ketchup und Mayonnaise geholt hat. Zu jeder Mahlzeit gehört natürlich auch ein bisschen was zu trinken. Osan, Abel, mach mal die Mische klar, bitte. Mach mal die Mische klar, Osan. Na, so wichtig bei einer Mische ist, Bruder, immer mit Glas. So Plastik schmeckt nicht. 50% Soda? Okay. Welche Mische machst du jetzt klar? Das ist doch lecker, Bruder. Dieses Apfelsaft, Zero, dieser Orangensaft, Bruder, ja, hatte 1000% Zucker. Apfelsaft Daniels. Apfelsaft Daniels. Mit Soda, Bruder, das ist der Shit, glaub mir. Gib ihm. Oh, Bruder. Das, meine Damen und Herren, ist einer der besten Getränke auf der ganzen Welt. Apfelsaft mit Wasser mit Kohlensäure. Das ist Chan sein Getränk, das hole ich ihm. So, dann bringen wir Chan sein Getränk. Chan! Wir haben Mische klar gemacht, Bruder. Hier, aber für dich haben wir 100% Mische. Danke, Bro. Pepsi. Alter, unsere Pizzen sind da. Geil. Das nenne ich mal eine ausgewogene... Es sieht nicht schlecht aus, Bruder, aber es war nicht lecker, leider. Ja. Mahlzeit. Habt ihr probiert? Ja. Schmeckt's? Und? Ist gut? Kann man machen? Okay. Pizza hat kein Eierlecken. Dann probiere ich mal hier. Dann nehme ich mir mal eine Slice Pizza. Ich habe die Alicante Margarita bestellt. Und wie schmeckt sie, Bra? Schon eine 10 von 10, muss man ehrlich gestehen. Auch wenn du so viele 10 von 10 verteilst? Wir haben noch nie mehr im ganzen Leben eine 10 von 10 verteilt. Ich als Profi-Food-Tester probiere jetzt dieses Stück Pizza. Was ist das für Pizza? Mein Bruder hat gar nicht gebockt. Was ist das für eine geile Pizza? Genau da rein, Jonesy. Boah. Oh, nicht so teuer, ne? Was hast du gemacht? Also wie viele Punkte? Bra, ich verteile sehr selten 10 von 10, aber das ist eine 11 von 10. Hier, noch eine Fritte. Diese Fritten werden anders gemacht. Die werden hier ganz anders gemacht. Ich glaube, es liegt daran, dass sie es mit Schweinefett machen. Aber es schmeckt auf jeden Fall geil. Hier, Pizza mit Ketchup und mit ägyptischen Schwänen. Oh. Ägyptisches Schwein ist sehr lecker. So, wir haben jetzt Tennisschläger auf. Okay, habe ich dir rasiert den Tennis. Geliehen und wir werden jetzt Tennis spielen. Da gehen wir jetzt Tennis spielen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Tennis gespielt. Das ist das erste Mal. Can, hast du schon mal Tennis gespielt? Ja, aber ich war da ja, nicht ist auch drin. Ein reichen Sport. Tennis ist ein reichen Sport. Oh Mann, ey. Einmal hereinspaziert. So. Aufpassen, Osan. Watch your step. Boah, dann bin ich mal gespannt. Digga, wart ihr allein im Hotel? Bruder, nur Opas und Omas, Walla, nur Opas und Omas. Okay, stark, der war im Aus. Das ist halt ein reicher Sport. Let's go. So, Anschlag. Okay. Okay. Oh Mann, Osan, was war das? Kennst du das in den Tennisspielen, die Stirn noch immer so krass? Ja. Das machen wir so nicht nachmachen, guck mal, was reicht denn das? So, Anschlag. Ja. Mach mal ein schönes Spiel, was geht denn? Spiel mal schön! Kein blasses Schimmer, was ist denn? Ja, bei wie genau, sehr genau. So, dann spiele ich jetzt mal. Mann, wir können Anker 10 Minuten ohne, wie wir einfach spielen und A machen. Hier, übernimm die Kamera. Hier, meine Damen und Herren, das ist der kurdische Rafael Nadal. Wow! Einzel Lasu! Alles klar, Digga. Stark!
3-0 für Laso. Egal, 3-0. Was willst du deinen ganzen Zuschauern sagen, Bruder? Egal, ob irgendwelche Hürden im Leben sind, ihr überzwingt die. Schaut mal, ich habe jetzt noch nie in meinem Leben Tennis gespielt. Ich nehme den auseinander. 4-0. Wow! Stark. 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 Oh. Wow, stark. Fettes Kind, renn doch, Digga. Ich glaube, Laso ist so gut, dass wir zu zweit gegen ihn spielen müssen, Jan. Wir sind hier gerade mit Can und Zeki, mein Brose. Hallo Zeki, sehr sympathisch. Ehre, mein Elfus A-B gefahren für 2 Euro. Du Bruder, Wallah. Ja, was denn? Digga, ist doch die Wahrheit. Er fährt uns auf jeden Fall zum Flughafen. Dort nehmen wir den Flieger und wir fahren nach Hause, ja? Wir fliegen nach Hause. Wir hatten eine saugeile Zeit miteinander. Ja, wenn ihr weitere Vlogs... Ozan ist schon 3 Stunden vorher geflogen und konnte die WM-Spiele sehen, während wir im Flieger waren 6 Stunden und kein einziges Spiel gesehen haben. Wollt, dann lasst mich auf jeden Fall wissen mit Gan. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, Laso offiziell. Ich werde regelmäßig live gehen. Er hat sehr viel rausgeschnitten, Bruder. Schade, aber war ein gutes Video. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Videos von Laso reagieren wollen, dann gebt auch diesem wieder einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen und ja, jetzt machen wir uns schon wieder. Tschüss.